Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agrarian Skies 2. Mit mir dabei der gute Olli 82. Hallo. Ja, und wir haben ein bisschen Quests erledigt. Zwei Stück, ist nicht viel, also ganz ruhig. Eine war Mob Hunter, genau. Da waren ein paar Spinnen im Weg. Gott, die geben uns einen Cobweb. Nehmen wir einfach mal mit. Und wir hatten das letzte Mal ja gesagt, der Olli sollte sich schon mal ein bisschen anfangen zu kümmern um Bees and Trees. Das hat er natürlich auch gemacht und hat die ersten Forestry Farm oder Forestry Maschinen aufgebaut. Das war ein Carpenter, ein Squeezer und eine Zentrifuge. Bekommen tun wir fünf Tropical Hives, ein paar Honeycombs und einen Bealizer. Dann werden wir uns den Reward auch nochmal holen. Und das Konstrukt hier haben wir aufgebaut. Wir haben jetzt noch ein bisschen mit einem gespitzten Taschenrechner gerechnet. Also es scheint so zu sein, dass dieser eine Magmatic Dynamo mit diesem einen Crucible ausreicht. Wir sind nicht 100%ig sicher, wir müssen es mal abwarten. Und des Weiteren haben wir natürlich festgestellt, hier unsere Servos werden uns wahrscheinlich auf Dauer nicht ganz ausreichen. Macht auch nichts. Wir haben vor, uns die besseren Servos zu bauen. Das werden wir dann auch in den nächsten Minuten irgendwann machen. Aber der Olli wollte uns nochmal, ein bisschen das Thema Bienchen noch mit weiterbringen. Und zwar eine kleine Spezialität, die es gibt in Ex Nihilo. Aber da komme ich mal zu ihm rüber. Bring schon das Zeug zu dir rüber. Ich habe keinen Strom. Okay. Brauche ich auch nicht. Okay. Barrel, okay. Ein Bucket Seed Oil. Okay. Und ein Artificial Hive. Artificial Hive, okay. Okay. Das wird dann mit Barrel gestopft. Artificial Hive. Und dann kommt ein Scented Artificial Hive raus. Richtig? Yep. Okay. Das kann man dann platzieren. Okay. Ich habe ja auch noch fünf Tropical Hives, aber diese Tropical Hives haben immer ein bisschen das Problem. Die tropischen Bienen sind alle immer ein bisschen aggressiv, nicht? Deswegen, so, bitteschön, viel Vergnügen. Dann kriegst du dann auch noch den Bierleiser dazu und die Honeycomb. Hast du von den Maschinen am Saft hängen? Die Zentrifuge noch nicht, nein. Okay. Den Squeezer. Gut, dann gebe ich dir ein, zwei nochmal die Honeycombs, dann schauen wir uns das später mal an, was man damit alles noch treiben kann. Was gibt's denn da als nächste Quest eigentlich? Ah, Bee Gathering, das sind die Scoops. Und dann gibt's hier noch die Attracting. Ah, den haben wir auch schon abgeschlossen. Du kannst das Attracting Bees eigentlich gerne selber abschließen. Da gibt es dann gleich noch Meadows und Modest Hives. Da kriegen wir auf jeden Fall unsere ersten Bienchen dabei schon mal raus. Bin ich auch noch hin. Ja, weil dann haben wir das alles schon mal weg. Genau. Und dann haben wir als nächstes noch Apiaries. Die sind ein bisschen schwieriger herzustellen. Ich glaube, da musst du noch ein paar Minuten was vorbereiten, nehme ich an. Ja, Seed Oil. Genau. Das schauen wir uns dann gleich an. Ich habe noch zwei kleine Maschinen zu bauen, weil wir hatten das letzte Mal festgestellt, für die Servos, die wir eigentlich haben wollen, bräuchten wir entweder eine heißere Schmelze oder und zwei Maschinen. Wir brauchen in beiden Fällen die zwei Maschinen. Deswegen werden wir uns einfach mal die zwei Maschinen bauen. Das eine ist der Magma Crucible. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Melts Items into Fluids, genau. Dazu brauchen wir Netherbricks. Und Netherbricks kommt aus Netherrack. Ja, Netherrack. Hast du da noch eins einstecken oder hast du die alle schon verarbeitet? 20. Einstecken? Einstecken. Ich komme. Die restlichen stecke ich dann einfach in die Kiste. Yep. Weil wir brauchen davon 8 Stück, glaube ich, waren das. 8. Und da müssen jetzt Nether Bricks rauskommen. Genau, tut's auch. Wunderbar. Kriegen wir alles. So,
Die haben wir. Dann stecken wir die restlichen da mal in die Kiste rein. Die auch schon sehr voll ist. Ja, aus dem Hive, was wir da gerade hergestellt haben, kann man dann im Induction-Smelter die verschiedenen Hives erstellen. Ah, okay. Verschiedene Biome. Das war die Besonderheit an dem Teil. Ganz vergessen. Dann brauchen wir noch einen Leadstone Energy. Es dauert ein bisschen, bis wir es aufgebaut haben. Auf jeden Fall, wir können mal zwei Invar-Gears wieder mal gießen. Dazu brauchen wir 8x Invar. Tauschen wir hier mal gleich wieder aus. Irgendwie das halbe Inventar hier noch voll mit dem ganzen Geraffel. So. Ich dachte, ich habe den Netherrack gerade weggeräumt. Naja. So, packen wir die mal da rein. Dann packen wir hier mal den Netherrack rein. Ach, das war Tainted Soil. Habe ich noch von unserer Nether-Tour in der Tasche. Dann brauchen wir Redstone. Auf jeden Fall Redstone. Dann nehmen wir uns mal 3 Blöcke mit. Sind wir mal so großzügig. Weil wir für die Leadstone Energy Cell nämlich einen brauchen. Da brauchen wir noch Glas und Blei. Glas habe ich genau noch die 4 an der Tasche. 2x Blei bitte noch. Haben wir bloß noch in Blockform. Wird sich aber auch bald ändern. So. Noch können wir noch gleich hier machen. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir einfach mal Klick, Klick, Klick. Und haben unsere Leadstone Energy Cell Frame. Das haben wir. Dann können wir uns die Netherrack Bricks machen, die beiden. Dann brauchen wir noch einmal Redstone. Mit Sicherheit. Genau, weil wir eine Reception Coil brauchen. Dafür brauchen wir nochmal Gold. Gold haben wir da drin. Eigentlich hätten wir uns gleich 2 bauen können, weil die zweite Maschine kommt ja auch noch. Aber Schritt für Schritt. Nur nicht zu überstürzen. So. Das kommt dahin. Das war, glaube ich, da. Genau. Dann brauchen wir noch einen Maschinenframe und dafür brauchen wir noch ein bisschen Sand, weil wir noch ein bisschen Glas brauchen. Oder haben wir noch? Wir haben noch 4 Glas. 4 Zinn. Nein, 4 Eisen. Packen wir es mal da rein. 4 Zinn brauchen wir aber auch. Kein Zinn mehr da. Nehmen wir halt einen Block. So. Machen wir so. Packen das da rein. Und dann gießen wir uns hier schon mal die... Genau. Einmal schon mal drücken. Dann die 18 hier reinlegen. Dann können die schon mal ein bisschen warm werden. Und dann haben wir hier unsere 2 Gears gleich. Gut. Haben wir die. Und dann war das hier. Genau, Zinngier. Genau, da brauchen wir jeden 2. Das spielt keine Rolle. Na, dauert. Können wir das schon mal zumindest wieder da in das Crafting, in den Crafting Table reinlegen. Und zwar nach da. Da. Dann war das oben der Leadstone Energy Cell Frame. Genau. Dann kriegen wir hier hoffentlich bald, heute noch, schneller, mach hin, jawohl. Einmal. Und zweimal. Das zweite können wir schon mal, naja, müsste gleich rauskommen. Nehmen wir es ruhig gleich mit. So. Theoretisch bräuchte man noch mal ein bisschen Glas. Haben wir keinen Sand mehr da? Kein Sand? Letztens schon durchgebrannt. Ich sehe schon. Genau, da können wir aber gleich mal testen hier. Wir nehmen einfach mal uns einen Stack Cobblestone. Und dann können wir hier gleich mal testen den Pulverizer. Konfiguration bitte nach oben. Genau. So, wie viel verbraucht der jetzt? Und hier sehen wir 40 RF pro Tick, um aus Cobblestone Gravel herzustellen. Ah, also das ist tatsächlich also eine deutlich höhere Zahl, wie wir sie kennen, von den Hammern. Aber da wir hier noch genügend Gravel da haben, schmeißen wir mal den Gravel rein. Einmal Sand habe ich noch da.
Wollen wir jetzt ein bisschen warten. 4. 5. 6. Den Rest lassen wir jetzt mal durchlaufen. Dann ab in unsere Powerschmelze. Gut. Haben wir. Dann können wir uns nämlich schon mal zack, zack, zack. Ich mach's garantiert wieder falsch schon. Ja. So. Dann brauchen wir noch Eisen. Keins haben wir. Kein Eisen haben wir. 8 Stück. So. Und dann können wir uns die 2 Zinnzahnräder da reinlegen und haben schon mal unsere Machine Frames und haben hier unser Magma Crucible. So. Also, unser Thema war ja, wir wollten uns mindestens Signalum herstellen. Und ja, wo haben wir den Barren da? Signalum Barren. Den kann man sich also herstellen im Induction Smelter mit dem Signalum Blend oder im Furnace mit dem Signalum Blend. Und das ist dann quasi Destabilized Redstone. Und das wird im Magma Crucible, was wir gerade gebaut haben, verflüssigt. Und im Fluid Transposer kriegen wir das dann quasi in einen Eimer rein. Also brauchen wir noch einen Fluid Transposer. So, der Fluid Transposer ist natürlich die zweite wichtige Maschine. Fluid Transposer. Da. Da brauchen wir 2 Kupfer. Das ist aber auch kein Problem. 2 Kupfer. Da rein. Oh, er stellt Seeds her ohne Ende. Zum Glück kommen bei uns hier relativ viele Sachen raus, ne? Aber nur einer. Oh. Das die wachsen relativ schnell. Also es gibt relativ wenig Unkraut dabei, weil die schon hochgezüchtet sind. Gut, dann. Hier. Dann können wir uns nochmal so eine Redstone Reception Coil machen. Den können wir schon wieder reinlegen. Den da und tak, tak. Den dann nach da unten. Dann brauchen wir mit Sicherheit einen Eimer. Oder? Liege ich falsch? Nein. Dann brauchen wir noch 2x Glas. Einmal. 2x. Und dann brauchen wir jetzt noch die Kupferzahnräder. Das hoffentlich geschmolzen ist. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ach, ich bin heute wieder ungeduldig. Servo auf Tasche? Servo? Kann ich dir einen Reinforce geben oder einen Hardend? Wie du möchtest. Hardend reicht. Bitteschön. Ah, da haben wir. Kupfer. Müssen wir uns halt mal 2 Zahnräder aus Kupfer basteln. Und den zweiten. So, die Kupfergears haben wir schon. Klick, klick. Und da haben wir den Fluid Transposer. Das war doch schon mal gar nicht so schwer. Das Schwerere ist natürlich jetzt erstmal Strom ranzukriegen. Ich habe gerade merken, dass die ganzen Kabel fehlen. Die Kabel hinten hatte ich schon gesetzt. Schon länger. Ich habe eben keinen Strom gehabt. Ach so, Pulverreise läuft, der zieht alles weg. Ja, nimm's raus aus dem Pulverreise, ist mir egal. Stört mich im Moment gerade nicht. Brauche ich nicht. Ich habe bloß ein bisschen Sand hergestellt. Und wenn ich meine 2 Maschinen jetzt hier hinstelle, dann wird das auch ganz kurzfristig mal ein bisschen Saft ziehen. Wir haben ja auch nur Survivalist-Generatoren. Außerdem hat der eine schon mal gar keine Kohle. Ja, ich hol mal Kohle. Haben wir ein bisschen was. So.
hole. Dann wird es auch schon wieder besser, wenn der auch liefert. Der liefert auch nichts. Und der da, der hat noch. Dann packen wir hier nochmal den Rest rein. So, jetzt haben wir ganze 15 RF pro Tick. Ist doch super. Was willst du denn mehr? Tja. Geht noch was. Ja, wir können ja da wieder was Neues hinbauen. Ist ja kein Thema. Weil wenn ich da in unser Questbuch reinschaue, dann haben wir ja, was Strom anbelangt, Power Grid noch jede Menge Optionen offen. Ja, haben wir auf jeden Fall. So, im Magma Crucible haben wir gesagt, können wir aus festen Werkstoffen flüssige Werkstoffe machen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nochmal... Ja, machen wir es anders, machen wir so. Wir brauchen in Summe 10 Redstone, weil aus einem Redstone wo haben wir es? Kommen 100 Millibuckets und für einen Eimer brauchen wir 1000 Millibuckets. Gut, also müssen wir 10 Stück da oben reinstecken. Und das wird jetzt natürlich seine Zeit lang dauern, weil der braucht Energie. Und Energie haben wir gerade hier zu wenig. Hatten wir nicht noch irgendeinen Generator da? Irgendwas so komisches? Da, Stone Generator. Nein, das ist was anderes, oder? War das nicht das Richtige? Stone Generator war doch für Strom. Oder täusche ich mich da? Nö, es war Strom. Klemmen wir den doch noch mit dran. Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie an Kohlemangel leiden würden. Im Moment. So. Wir haben zusätzliche 40 RF pro Tick jetzt. Jetzt dürfte es langsam losgehen. Ah, Magma Crucible hat sich angeworfen. Wir sehen, 100 Millibuckets sind durch den ersten Redstone gekommen. Da kommen 200. Und der Rest kommt auch gleich noch. Dann brauchen wir noch einen Eimer. Einen Eimer. Das war einer zu viel. Egal, legen wir dann zurück. Ein Eimer. So. Den Eimer legen wir da unten gleich rein. So, jetzt konfigurieren wir das Teil, dass die Flüssigkeit hier, der Destabilized Redstone, nach unten abgeleitet wird. Wird noch nicht, weil die Maschine unten noch nichts annimmt. Wir müssen ja nur sagen, alles was blau ist, kannst du bitte auch von oben abnehmen. Was baut der da gerade alles ab? Da fliegen die Items nur so wild in der Gegend rum. So, und dann noch machen wir hier noch den Bucket schon mal rein. Und wenn hier 1000 Millibuckets drin sind, wird er einmal gefüllt und nach unten hingelegt. Das werden wir gleich sehen. Wir wollten aber Signalum. Signalum. Blend. Und das heißt, wir brauchen noch Kupfer und Silber pulverisiert. Kupfer und Silber pulverisiert. Da klauen wir jetzt den Olli gleich nochmal ein bisschen Saft. Das packen wir schnell in den Pulverizer rein. Dürfte gleich erledigt sein. Ich versuche so schnell wie möglich das hier durchzukriegen. Dass seine Maschine auch wieder Saft kriegen. So. Haben wir das. Das und das. Brauchst du was Bestimmtes? Kann ich dir beim Suchen helfen? Hallo? Sie da? Bin versorgt. Also, okay. Gut, ich wollte nur fragen. So, dann brauchen wir noch den Eimer von hier. Wenn er denn mal voll ist. Ah, 100 Millibuckets fehlen uns noch. Das ist quasi das letzte Redstone. Er hat aufgefüllt. Wunderbar. Zack, haben wir. Dann können wir uns hier viermal Signal umblenden. Einmal bleibt uns bestehen. Sehr gut. Dann können wir uns nämlich hier schon mal die guten basteln. Viermal Signalum, jawohl. Und dann können wir uns die Signalum selber basteln. Hardenglas haben wir noch einmal da. Können wir uns das Ganze zweimal basteln. Brauchen wir noch zwei Iron Nuggets. Können wir dann hinten später mal ein Upgrade machen.
Das ist doch auch schön. So, dat, dat. Wunderbar, haben wir schon mal. So, packen wir da alles mal so weit rein. Elektrum auch eins, zweimal. Das so mit rein. Harden Fluidakt habe ich auch noch in der Tasche. Gunpowder. Gunpowder? Liegt das noch draußen? Ja, liegt noch draußen. So. Und Kakaobohnen auch. Cobweb. Naja. Was auch immer dafür notwendig ist. Da müsste uns theoretisch auch in Tinker Toys jetzt eine Sache etwas näher gekommen sein. Ja, Signal im Ingot haben wir. Mana Steel fehlt uns noch und Enderium fehlt uns noch. Gut, Enderium haben wir noch zu wenig Enderpearls. Da müssen wir noch ein bisschen auf eine Züchtung warten. Hätte ich gesagt, oder? Wäre noch eine sinnvolle Geschichte. Aus Pflanze? Ja, ja, da gibt es eine aus Agricraft. Keine Ahnung, wie die heißt. Irgendwas mit End vielleicht? End. Da. Endearing Weed. Oder Enderweed. Eins von beiden. Ich glaube, Enderweed ist wahrscheinlich wieder mal das Bessere. Und da brauchen wir Dimalia Seeds und Lapender Seeds. Also Diamant und Lapis. Und hier brauchen wir Gold und Lapis. Und Lapis wird aus dem und dem. Und dafür haben wir ja auch diese Blöcke hier gebraucht. Gut. Also kriegen wir dann auch irgendwann mal die Ender Lily Seeds oder Ender Seeds, wo man uns dann Ender Pearls machen kann. So, dann haben wir den Signal um Servo. Und wie sieht's bei dir aus? Ich habe dir den Saft jetzt ein bisschen reduziert, ich weiß. Hallo. Was? Der baut hier schon wieder auf. Da. Ah, ja, ich höre ja schon. Da. Wow, ein Apiary. Supi. Sehr schön. Das heißt, wir haben schon wieder eine Quest abgeschlossen. Ich wäre verrückt. Ich wäre bekloppt. Was gibt's denn dafür? Okay, du kannst dir gerne das Reward schnappen. Ich hätte natürlich gesagt, das Reward Bag, oder? Was meinst du? Nachdem ich mich vom Enderman Club kaputt schlagen habe lassen, müsste ich mir eigentlich ein Herz nehmen. Wir haben noch drei, glaube ich, in der Kiste liegen. Okay, dann der Reward. Ich würde sagen, das Reward Bag. Und das Bee-Gathering, das Scoop, das ist auch nicht allzu dramatisch herzustellen. Das ist ein bisschen Wolle, ein paar Stöckchen. Mit denen klopft man auf diese normalen Hives ein. Nicht auf diese Apiary, sondern auf die Hives. Und dann kommen Bienchen raus. Ja, und das hier ist ja schon eigentlich ein gutes Apiary. Da kann man ja schon die. Meinst du, der Name fällt mir jetzt ein? Schon wieder lange nichts mehr damit gemacht. Na, Frames. Die Frames reinpacken, genau. Die Bienenframes, die man sich noch herstellen muss, natürlich. Gut. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal die ganzen Reward-Bags an, weil wir hatten das vorletzt. Ich habe einen Stuhl bekommen. Ein Stuhl? Das ist ein doch schon Stuhl. Mal was. Hat doch wirklich was Effektives. Sieht aber schick aus. Oh, sehr hübsch. Kann man nicht sagen. Ja, also der ist wirklich hübsch. Sogar funktional. Hey, cool. So, dann gucken wir mal die anderen. Das sind die Basic Reward Bags, die ersten. Cursed Earth und Blackout Curtains. Das ist gar nicht so verkehrt, hätte ich gesagt. Kann man noch ein bisschen was daraus basteln? Chicken Jerky. Na gut, was zu essen. Und ein Chandelier. Naja, okay. Man kann daraus ja noch was machen, nicht? Okay, jetzt kommen wir zu den Good Reward Bags. Mycelium, okay, haben wir schon. 64 Oakwood, 64 Sprucewood. Okay. Wir haben davon fast nichts da. Nein. Gut. Schon aus der Tasche. Aber wir haben ja zum Glück noch eine Greater Reward Bag. Spawn Mushroom. Mushroom. Die werden wir natürlich gleich mal da noch mit in die Kiste reinpacken. Die sind gar nicht so verkehrt. So, haben wir noch was, was wir gleich noch auf die Schnelle machen können? Ich glaube nicht, oder? Da haben wir nichts mehr im Moment. Nee, ich würde auch sagen, für den Moment sollte es eigentlich auch reichen.
Wir werden uns dann irgendwann mal tatsächlich um Tiere kümmern müssen, dass wir Tiere kriegen. Wir können natürlich ein bisschen Grünfläche anlegen. Wir können auch hier mal ein bisschen bei Storage Wars weitermachen. Da gibt es ja auch noch diese ganz tollen Rucksäcke. Ach ja, genau. Und der Olli hat auch noch eine tolle Idee gehabt, dass wir hinten nochmal einen Drawer-Controller, ein paar Compacting Drawers an unsere Erzverarbeitung, Erzerzeugung, ranklemmen. Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Da hat er natürlich hundertprozentig recht. Da müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen, wie wir das genau machen. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ich glaube, in die Richtung werden wir dann auch weitergehen. Haben wir da noch irgendwas Wichtiges? Nee, ansonsten alles andere ist soweit abgeschlossen mit euch. Ja, dann hätte ich gesagt, der baut hier schon wieder ab und stellt wieder keine Kerzen mehr hin. Okay, gut. Gut. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Schreibt uns Kommentare. Ansonsten könnt ihr auf dieses Video klicken, da könnt ihr uns abonnieren. Klickt auch auf die anderen Videos darüber rum. Machen wir ein bisschen anderen Blödsinn. Ansonsten habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.